Hallo, ihr Lieben. Heute ist es wieder soweit. Ich möchte euch meine aufgebrauchten Sachen zeigen und Dinge, die ich aussortiert habe. Und vielleicht sortieren wir dann zusammen auch noch ein bisschen was aus. Das schauen wir dann mal, wie lange sich das aufgebraucht zieht. Ich habe hier wieder meine Tüte und da habe ich ganz viele verschiedene Sachen. Hauptsächlich pflegende Kosmetik aufgebraucht. Und ich fange mal an mit diesen Cien Reinigungstüchern. Die sind vom Lidl, glaube ich. Für normale bis Mischhaut. Die haben mein Make-up nicht abbekommen. Also, ich weiß nicht. Irgendwie haben die gar nichts gemacht. Ich habe die dann zum Swatches entfernen genommen. Dafür waren sie okay. Aber ich würde sie mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Weil, wenn sie in meinem Gesicht nicht funktionieren, dann haben die für mich nicht so einen großen Sinn. Ganz im Gegensatz zu diesen hier, das sind die Isana Young Reinigungstücher in dieser Zauberei Limited Edition mit den süßen Einhörnern und den Wölkchen und so drauf. Und die haben ganz lecker geduftet. So ein bisschen fruchtig, süß, fruchtig. Und die haben mein Make-up gut abgekriegt. Ich habe ganz viele Backups, weil ich die so cool finde. Und ja, falls ihr die in eurem Rossmann noch findet, die kann ich nur empfehlen. Ganz im Gegensatz zu diesen hier. Die habe ich jetzt, die sind fast noch voll. Das sind die Fruity limitierten Tücher von Isana. Die gibt es aktuell auch. Die haben so ein, die riechen so ein bisschen nach, nach Badreinigungstüchern. Ich dachte auch, als ich mir das damit das Gesicht abgeschminkt habe, dachte ich, oh Gott, habe ich jetzt so ein Barttuch aus Versehen genommen, so ein Schnellreinigungstuch für die Toilette, weil das riecht nach Reinigungsmittel. Das ist so ein Zitrusgeruch, was nach Klo riecht, für mich. Und das hat auch ein bisschen gebrannt in meinem Gesicht und ich fand das unangenehm, deswegen nehme ich die zum Swatches entfernen. Genauso wie diese hier, die Lovely, die könnte es auch noch geben, wenn ihr Pech habt. Die riechen so extrem nach Rhabarber. Oh, aber nicht schön nach Rhabarber, sondern ganz fies nach Rhabarber und die brennen bei mir auch wie die Hölle am Auge. Also die sind auch nur zum Swatches entfernen. Nur mal so, falls ihr die mal seht. Dann die Handcreme ist mir jetzt auch hops gegangen. Das ist ja, die ist ja schon uralt. Essence Winter Wonderful. Der Handbalsam. Eine Tube habe ich geschafft aufzubrauchen. Diese Tube ist mir jetzt umgekippt. Ja, schade drum. War eine schöne Limited Edition, auch mit den Sternchen und so. Aber ey, wir haben fast 30 Grad draußen. Ich hatte mich so schön geschminkt. Mein halber Eyeliner ist weg. Ich war spazieren mit meinem besten Freund und wir waren ein bisschen im Wald. Und mein rechtes Auge tränt in letzter Zeit sehr gerne. Ich hoffe, dass es keine Allergie ist oder so, aber meine Nase war auf einmal zu, mein rechtes Auge hat getränt, mein halber Lidstrich ist weg. Ich habe es jetzt auch nicht neu aufgelegt, weil ich jetzt nicht sicher bin, ist es eine Allergie oder liegt es am Lidstrich. Weil wenn ich mir einen Wing ziehe, hier der Wing ist auch schon weggetränt. Wenn ich mir einen Wing ziehe, tränt mein Auge so lange, bis der Wing weg ist. Kann auch sein, dass ich schwitze und dadurch der Eyeliner quasi in mein Augenlid läuft und dann mein Auge anfängt zu tränen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass sich das bessert, wenn ich nicht mehr so schwitze, weil es nicht mehr so warm ist. Aber das ist echt ätzend. Das ist echt ätzend. Also alle, die Heuschnupfen haben, ihr tut mir echt leid, ne? Oh, ich hoffe, ich habe das nicht. Ah, weiter geht's. Meine Lieblingszahnpasta habe ich aufgebraucht. Colgate Max Fresh mit Cooling Crystals. Die finde ich sehr geil. Die ist nicht zu scharf, aber macht schön frischen Mund. Die Verpackung, so sieht die Tube dann aus. Und die Zahnpasta an sich ist halt so bläulich und da sieht man auch die Cooling Crystals so ein bisschen. Das sind so kleine weiße Plättchen. Ja, die finde ich sehr geil, die kaufe ich mir immer nach. Dann Horrorprodukt. Habe ich den anderen hier auch noch mit drin? Ich sehe ihn gerade nicht. Aber ich hasse diesen klärenden Reinigungsschaum von Balea. Den blauen liebe ich. Der rosane für empfindliche Haut
irritiert meine Haut ohne Ende. Der macht, also der ist halt für Mischhaut und reinigt Poren tief mit Fruchtsäure. Problem, der brennt, wenn ich den am Auge benutze. Zweitens, der macht so ein stoppendes Gefühl. Also für alle, die das schön finden, wenn die Haut so stoppig ist, dann den hier auf jeden Fall benutzen. Und der riecht auch nicht so gut. Also so eine Mischung aus zitrisch und eklig. Nach Gurke und Zitrone und eklig riecht das. Also das ist Abturner Nummer 1, der geht gar nicht. Ich habe versucht, meinen Freund zu zwingen, das mit aufzubrauchen. Ich glaube, er hat es nicht wirklich benutzt. Ich habe es dann nur fürs Dekolleté benutzt, weil ich da so ein bisschen Unreinheiten hatte. Aber hat auch nicht wirklich was gebracht, würde ich sagen. Also definitiv Flop, geht gar nicht. Dann habe ich diese neue Schaumseife hier entdeckt von Isana. Die Schaumseife Cream Peach mit Pfirsichextrakt. Und ich liebe ja Schaumseifen über alles. Für bis zu 150 Mal Hände waschen. pH hautneutral, das ist ja auch wichtig. Und der Peach-Duft. Oh, das ist so ein, ist ein schönes Peach. Ein bisschen künstlich, aber ich mag den Duft sehr gerne. Ich habe auch noch ein Backup und das wäre eine Empfehlung von mir für euch. So, weiter geht's. Hier haben wir einmal Duschgel Marshmallow Fluffy von Balea. Da gibt es auch noch eine Schoko-Variante. Die hatte ich, glaube ich, schon aufgebraucht, Gott sei Dank. Ja, das ist halt so ein leicht süßlicher Duft. Ist ganz dezent, wenn ihr noch die Jahrmarkt LE von Balea im Kopf habt. So ähnlich wie das Duschgel riecht das hier auch. Sehr dezent. Würde ich mir jetzt nicht nachkaufen, aber war jetzt auch kein Flop. Dann, das hat mein Freund gelehrt, das Breath of Amazonia, das hat er von seiner Oma zu Weihnachten bekommen. Home Spa, Acai Berry und Maracuja Öl, Energizing Foam, Shower Foam. Also es kam so ein bisschen gelig raus und wurde dann schaumig. Ich persönlich finde den Duft viel zu männlich, er hat das auch alleine aufgebraucht. Ich finde es nicht so gut. Ey, nee, das ist irgendwie überhaupt nicht meins. Aber er fand's super. Also, falls ihr sowas gut findet, könnt ihr ja mal bei Douglas vorbeischauen. Das hat er auch aufgebraucht. Dieses Isana Man limitierte Edition Duschgel Wild Tiger aktiviert und erfrischt mit Pfefferextrakt. Das habe ich ihm gekauft. Das war, glaube ich, ein Sale. Ist so ein typischer Männerduschgelduft, so ein bisschen herb. Fand er, glaube ich, ganz gut. Ja, kostet, keine Ahnung, 50 Cent oder so. Das kann man immer mal mitnehmen. Für den Göttergatten. Dann nochmal Reinigungstücher. Gott, ich habe mein Gesicht so viel gereinigt. Von Isana. Was mich ein bisschen stört an den Isana-Verpackungen ist, dass diese Lasche irgendwann nicht mehr richtig klebt und dadurch die so ein bisschen austrocknen. Aber wenn man so viel Reinigungstücher benutzt wie ich, also so 2 Stück pro Tag, dann trocknen die nicht komplett durch. Ohne Alkohol entfernen wasserfestes Augen-Make-up. Ich finde die rosane Variante einfach besser. Das ist halt die für Mischhaut, die andere ist für normale Haut und ja, das war, glaube ich, meine letzte in grün und ich kaufe mir halt nur die rosanen. Aber ansonsten sind die okay. Also die kann man auch benutzen. Viele mögen die auch sehr gerne. Das gehört hier nicht rein. Das ist, mein Freund hat vergessen, dass es nicht der Mülleimer ist. Dann einmal aufgebraucht die BB Young Care Relaxing Care Day and Night Cream. Die benutze ich als Nachtcreme, weil die halt sehr reichhaltig ist. Die riecht sehr lecker. So cremig. Steht hier noch irgendwas vom Duft drauf? Nee. So cremig, warm, weich. Ach, ich mag den Duft einfach. Ja, und diesen Pötti habe ich jetzt hier geleert. Ich habe jetzt noch von den Rossmann Revelle Loop Cremes Backups, die es jetzt nicht mehr gibt. Warum nehmen die eigentlich immer alles raus, was ich gut finde? Egal.
Nicht so schlimm. Aber die gibt's noch und die kann ich empfehlen, wenn man was Reichhaltigeres mag. Genau. So. Dann haben wir Duschschäume hier. Einmal Fizzy Berry von Bilou. Das ist definitiv einer dieser extremeren Düfte von Bilou. Das ist, riecht so nach Ahoi-Brause Himbeer. Und das mag ich auch ganz gerne. Wenn ich jetzt nicht noch tausende Duschschäume und Duschcreme und Duschgel hätte, würde ich mir das vielleicht sogar nachkaufen. Ich mag den Duft sehr gerne. Ist, glaube ich, einer der Düfte, der im Standardsortiment mittlerweile ist. Ja, ich mag den wirklich gerne. Ja, ja. Ja, hier, Fizzy. Fizzy Berry. Ja. Ja. Mag ich. Deswegen habe ich ihn ja auch schon aufgebraucht, weil ich ihn mag. Genauso wie Splashy Melon, der ist jetzt schon ein bisschen länger aufgebraucht, deswegen ist er ein bisschen dreckig. Und Splashy Melon riecht wirklich sehr schön nach Melone. Ja, so richtig schön, wie als Kind man dachte, wie Melone schmeckt. Und dann war man immer enttäuscht, weil Melone schmeckt nicht so künstlich, wie das Teil hier riecht. Aber ich mag auch den sehr gerne und bei dem gilt dasselbe wie bei dem Fizzy Berry. Der wäre ein Nachkaufkandidat, wenn es ihn dann noch gibt, wenn ich irgendwann, was nicht sehr wahrscheinlich ist, meine Duschgele so weit reduziere, dass ich mir sage, du darfst dir wieder ein Duschgel kaufen. Ich habe mein ganzes Bad voll, wirklich, ohne Scheiß. Also ich brauche kein Duschgel, wahrscheinlich in 2 Jahren oder so. Dann, meine neue Routine in der Dusche beinhaltet immer auch Intimwaschlotion. Und darüber wird gar nicht viel geredet, ist vielleicht auch jetzt nicht so das mega YouTube-Thema, aber es ist ja so, dass wenn man sich so ein normales Duschgel in seine Intimzone da reinrubbelt, kann es immer sein, dass es zu aggressiv ist, dass der pH-Wert zu alkalisch ist. Weil man hat da ja so einen Säureschutzfilm und wenn der kaputt gemacht wird, kann es sein, dass man einen Pilz kriegt. Und das ist sehr unangenehm. Ist mir passiert mit einem sehr zitrischen Duschgel, was ich ja benutzt hatte und das ist so unnötig. Ne? Dann, es ist unnötig und zieht einen langen Schwanz hinter sich her, wenn man sowas auskurieren muss. Und deswegen benutze ich jetzt immer Intimwaschlotion anstatt normales Duschgel für meinen Intimbereich. Und das ist von Jessa, die Intimpflege aus dem DM, extra sensitiv mit Aloe Vera Extrakt und Milchsäure, ohne Ethanol und ohne Parfüm. 300 Milliliter sind da drin und ja, das soll für Frische ohne Parfüm sorgen. Es riecht tatsächlich auch nach gar nichts. Es ist durchsichtig, es ist sehr flüssig. Also dieses hier ist sehr flüssig. Ich habe gerade eine Waschlotion von CD in Benutzung. Die ist ein bisschen fester von der Konsistenz, finde ich ein bisschen besser, weil dadurch, dass das Löchlein hier auch sehr groß ist, hat man wahnsinnig viel Produkt auf der Hand. So viel braucht man gar nicht. Bisschen unpraktisch von der Verpackung. An sich ein gutes Produkt, aber man muss halt mit der Dosierung sehr aufpassen. Man braucht halt echt nicht viel, weil das ist ja so ein kleiner Körperbereich, den man damit wäscht. Also von daher, ich würde eher was empfehlen mit Pumpkopf oder was mit einem kleineren Löchlein da oben. Aber grundsätzlich hat das gut funktioniert, hat seinen Job gemacht, hat alles schön sauber gemacht, frisch gemacht. Und ja, also für einen kleinen Preis kann man sich das auf jeden Fall mitnehmen. So, dann einmal Tracklemoon Reisegröße fast aufgebraucht. Das ist Blueberry Memories. Das hatte ich in meiner Kulturtasche und weil ich ja eigentlich nie verreise, vergammeln die Sachen gerne in meinen Kulturtaschen. Deswegen habe ich es jetzt mal aufgebraucht. Ich liebe diesen Blueberry Duft. Ich mag den sehr gerne. Die große Flasche ist ein Hemmding für mich, weil dafür ist es dann zu intensiv vom Duft, als dass ich 500 Milliliter davon aufbrauchen möchte. Aber dafür finde ich die kleinen halt so praktisch, weil man dann halt immer nur eine gewisse Zeit den Duft hat und dann nicht mehr. Deswegen kaufe ich mir Tracklemoon Sachen grundsätzlich nur noch in diesen kleinen Verpackungen, weil die mir sonst super schnell auch umkippen und schlecht werden, gerade die Bodylotions. Deswegen, ja, dafür finde ich die kleinen Größen immer sehr, sehr praktisch.
Dann hat mein Freund noch das hier aufgebraucht. Das mag er auch sehr gerne. Das ist das Nivea Men 48 Stunden Sensitive Protect ohne Alkohol. Dafür hat es, glaube ich, Aluminiumsalze. Ja, genau. Und das mag er sehr gerne, verträgt er sehr gerne, schützt ihn gut und ja. Ich mag das auch gern riechen. Ja. Dann. Das hat er noch gar nicht aufgebraucht. Dann haben wir noch zwei Sachen für die Haare. Einmal Oil Miracle Shampoo von Schwarzkopf Professional BC. Das ist dieses Lila, ne? Und das ist mit Kaktusfeige. Und das ist ein sehr, sehr, sehr dickflüssiges Shampoo. Mmh. Also Kaktusfeige riecht echt sehr gut, wenn das so riecht. Also es ist ein schöner, angenehmer Duft. Das Shampoo an sich ist auch lila und hat halt eine sehr dickflüssige Konsistenz. Davon braucht man sehr wenig. Also man kommt mit so 200 ml echt super weit. Man muss die Haare halt sehr nass machen, damit das gut aufschäumt, weil das eben so konzentriert und dickflüssig ist. Das Gute an diesem Shampoo ist halt, dass da halt Kaktusfeigenöl drin ist und dass es eben auch Keratin enthält, sodass es sehr geschädigtes, dickes Haar geschmeidig macht, glänzend macht und ein bisschen beschwert. Also das ist wirklich ein Shampoo für dicke Haare, dicke, strapazierte Haare und für jemanden, der es ein bisschen beruhigt haben will, so ein bisschen Anti-Frizz, da ist die ganze Reihe super für. Da gibt es noch einen Sprühconditioner und ein Öl und eine Kur und die sind halt alle sehr ölhaltig, sehr schwer und ich fand es sehr schön, gerade wenn man sich die Haare glättet oder wenn man das ein bisschen glatter und ein bisschen beruhigter haben will, fand ich dieses Shampoo hier super. Was sagt das noch? Ultimativen Wiederaufbau für trockenes und sprödes Haar. Mikroemulsionsformulierung verbindet kräftigendes Mikrokeratin und nährendes Kaktusfeigenöl. Macht das Haar geschmeidig und erneuert das Haar mit jeder Haarwäsche. Das Haar ist sichtbar revitalisiert und gesund. Ja. Ja, ein sehr schönes Shampoo, ist halt sehr schwer, also nichts für Leute mit feinen Haaren, auf gar keinen Fall. Eher für normale bis dicke Haare und für sehr trockene Haare und wenn man es eher ein bisschen glatter mag und nicht so super Volumen, weil das kann man nach der Serie eigentlich vergessen. Aber sonst eine große Empfehlung für alle, die sowas suchen. Gibt es beim Friseur oder halt im Internet, müsst ihr gucken, aber da müsst ihr halt immer checken, dass das ein guter Versandhändler ist, dass ihr da keinen Scheiß kauft im Internet. So, und dann haben wir noch Fashionista Catwalk von TG. Diesen Conditioner, das ist extra für brünette und warme Haarfarben geeignet. Der ist nicht braun, der Conditioner, der ist schon auch weiß. Der hat so einen typisch cremig kosmetischen Duft. Fand ich ganz okay, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin ja jetzt auch kein warmer, brauner Typ oder so. Ich habe aber auch nicht gemerkt, dass es mit der Farbe irgendwas gemacht hat. Es war halt gut kennbar danach. Aber ansonsten, ja, ist jetzt kein Must-Have, würde ich sagen. Also für mich persönlich war es kein Must-Have. Ich würde es mir auch jetzt nicht nachkaufen. Haben wir hier irgendwo noch Deutsch? Ja. Vitalisieren Sie Ihr Haar mit diesem Conditioner, der einen Komplex aus Brünettreflexen, reichhaltigen Ölen und Rosskastanienextrakt enthält. Beleben Sie den Glanz mit glättenden, pflegenden Wirkstoffen, die vor Haarbruch schützen. Kann man 1 bis 10 Minuten einwirken lassen und dann ausspülen. Ich habe es immer so 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Ja, kann man, muss man aber nicht. Es gibt noch eine Blond-Serie davon, die ist dann hier so violett. Die soll super sein. Ganz viele blonde Kundinnen, die ich habe, schwören da drauf. Also für alle, die blonde Haare haben und das ein bisschen kühler haben wollen, checkt mal TG Catwalk aus. Und leer ist meine Tüte. Jetzt kommen noch die kosmetischen Sachen. Einmal habe ich aufgebraucht hier False Lashes Extreme Volume and Curl von Essence.
Das ist so ein Löffelbürstchen, die ist halt eingetrocknet und da ist auch nicht mehr viel drin, würde ich sagen. Sehr schöne Mascara, sehr schönes Volumen. Ich war immer zufrieden mit der und die wird auch nachgekauft, sollte ich je wieder Mascara brauchen. Ich habe so viel, ne? Dann sortiere ich auf jeden Fall aus diese zwei Eyeliner. Einmal aus der Trended Up Touch of Vintage LE und einmal aus der Wake Up Spring LE. Ich glaube, die sind einfach nicht mehr gut. Die sind so verwässert, die geben sowas von keine richtige Farbe mehr ab. Jetzt funktionieren sie natürlich. Aber ich habe das Gefühl, dass die nicht mehr worken. Auf meinem Auge haben die gar nichts gemacht. Jetzt funktionieren sie natürlich wieder. Aber nee, die kommen weg. Die sind auch schon ein bisschen älter und ich traue dem Braten. Ich traue dem Braten nicht mehr. So. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit. Ich will ein bisschen aussortieren. Und zwar habe ich auch das Video von der lieben Nadine vom Kanal Moldavik gesehen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an dich. Und die hat ihre Kajalstifte aussortiert. Und da ist mir immer aufgefallen, dass ich überhaupt keine Kajalstifte benutze. Also nie. Also und wenn dann nur 3 Stück oder so. Und jetzt checke ich mal meinen Rest Kajalstifte, weil ich habe schon mal aussortiert. Ich habe die, keine Ahnung, 2 Jahre nicht benutzt oder so. Ich check die jetzt erstmal aus, ob die überhaupt noch gut sind. Und dann gucke ich, ob ich irgendjemand finde, der da Interesse dran hat. Ich rieche mal dran. Ja, das ist einmal Metallic Eyeliner von Essence. Den gibt es auch schon seit 100 Jahren nicht mehr, ne? Na, ich weiß nicht. Ich bin unschlüssig. Ach, ich weiß es nicht. Nee, der kommt weg. Ich glaube, der ist nicht mehr gut. Dann haben wir hier von Fantastic Chrome Kajal vom P2. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Wie gesagt, Kajalstifte ist echt nicht meine Baustelle. Das war der von Essence. Das ist der von P2. Der ist eigentlich echt schön, ne? Der riecht auch noch ganz gut. Der hat echt... Das ist echt eine schöne Farbe. Ach komm, du darfst noch ein bisschen bleiben. Dann haben wir hier noch einen lilanen Perfect Look Kajal von P2. Die 170 Violet. Ich glaube, den hat Nadine auch. Au. Der malt nicht mehr. Also der ist schon noch, aber ich glaube, der ist all. Guck mal. Der hat auch so richtige Glitzerbrocken drin. Nee, weg damit. Oh, ein ganz altes Schätzchen. Manhattan Kohl Kajal Eyeliner in Schwarz ist das, denke ich mal. Damit habe ich, glaube ich, Halloween-Mann-Look geschminkt. Ja, das Schwarz ist auch nicht mehr so deckend. Der ist so uralt, ne? Nee, ich glaube, der kommt weg. Der ist alt. Ich hätte das viel früher schon mal machen sollen. Noch ein Fantastic Chrome Kajal. In der Farbe 60 Black Granite. Oder Granite. Black Granite. Granite. Oh, der hat noch... Der ist sehr cremig. Ich weiß nicht, ob ich sowas... benutze. Ich behalte ihn erstmal. Dann haben wir hier, Gott, ich war bei P2 unterwegs. Perfect Look Kajal in der Farbe 140 Petrol. Ich nehme mal die andere Hand. Hat der Glitzer? Oder sieht das nur so aus? Ein sehr schöner Petrolton.
glaube, den behalte ich erstmal. Dann haben wir ein Essen Long Lasting Eye Pencil in I Have a Green. Gott, wie lange gibt es die schon nicht mehr? Oh ja, der hat richtig schön Glitzerbrocken. Der schiebt auch schön hin und her. Und die Farbe mag ich auch nicht leiden. Aber der ist noch gut. Also vielleicht findet sich da für einen Liebhaber, aber da ist Glitzer drin. Ne? Ich weiß, das benutze ich nicht. Meine Augen sind so empfindlich momentan. Ich möchte nichts, was Glitzer hat, auch nur in die Nähe von meinem Auge kommen lassen. So, ich muss eben mal anspitzen. Das ist der goldene. Perfect Look. Nee, Quatsch. Fantastic Chrome Kajal von P2 in Gold. Das ist die Farbe 10 Golden Amber. Das ist mehr so ein Gelbgold. Der riecht auch noch gut. Hier, das ist so ein richtiges Gelbgoldgold. Der darf auch erstmal bleiben. Fantastic Chrome Kajal in Metallic Lapis. Das ist so ein Blauton. Ach, die sind irgendwie geil. Ich hoffe, die gibt es noch. Sind die nicht geil? Also die beiden? Und der? Und der? Also P2 kann schon, also die können auf jeden Fall Kajalstifte, würde ich sagen. Wenn man die nicht 5 Jahre rumliegen lässt, so wie ich, dann sind die bestimmt auch noch ein bisschen geiler. Dann haben wir hier, oh, der ist auch uralt, Long Lasting Pencil in 222 Quies. Hier. Warum haben die da den Glitzer reingemacht? Oh, jetzt ist er mir abgebrochen. Also die Farbe an sich finde ich ja ganz geil, aber da ist auch so harter, da sind so richtige Glitzerstücken drin. Ne? Oh. Naja, es riecht alles noch ganz gut. Ist merkwürdig, dass sie sich so gut halten, ne? Essence Metallic Eye Pencil in der Farbe, will er mir nicht sagen. Ah, White Divine. Das ist so ein weißer Perlmutt-Ton. Ja, der riecht auch noch gut. Aber sowas brauche ich einfach nicht. Nee. Perfect Look Kajal von P2 in der Farbe Bronze. Und wieder ist mir einer abgebrochen. Ja. Oh, der stinkt schon. Weg damit. Ach. So ein bisschen nach verranztem Fisch raucht der. Noch ein Perfect Look Kajal in Grey. Das sieht mir aber eher braun aus. Ah, der riecht auch so ein bisschen fischig. Nee, so tranig. Weg damit. Also, so sieht die Farbe aus. Hier der dunkle Balken. Aber das stinkt, ey. Boah. Hier haben wir noch einen hellen, also so einen Goldgrünton. Das ist Olive. Der ist ganz schön eigentlich. Aber ich trage so einen Ton nicht. Das steht mir nicht. Ich traue dem Braten nicht. Ich tue das lieber weg. Die sind auch uralt. Ich möchte nicht, dass jemand, der sagt, ja, ich probiere den mal aus, dann noch einen Krebs am Auge kriegt oder irgendwie Augenirritation oder so. Dafür möchte ich nicht. Also was das Unangenehmste ist, wenn ich irgendwas am Auge trage, was mein Auge nicht mag, anstatt dass es mir sofort sagt, dass es das unangenehm findet, kriege ich dann meistens einen Gerstenkorn oder so einen kleinen roten Knubbel am Auge, der dann doch kein Gerstenkorn wird, aber von dem ich dann weiß, das war der Kajalstift, den ich benutzt habe. Und das ist
sehr, sehr unangenehm. Also, ja. Ich möchte mein Auge da auch nicht unnötig quälen. Also behalten tue ich quasi den einen Perfect Look Kajal in Petrol und dazu diese vier Fantastic Chrome Kajal Stifte von P2. Die behalte ich. Das sieht doch schon wieder ein bisschen besser aus. Und dann wollte ich mich mal meiner kleinen Aufbewahrung hier widmen. Und der sieht momentan so aus. Und da ist so viel Zeug drin, was ich nie benutze. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, gucken wir uns mal an, was da so alles drin ist. Je nachdem, wie weit wir kommen mit dem Akku. Weil der hat jetzt nur noch zwei Striche, aber wir schauen einfach mal, wie lange er durchhält. So. Fangen wir an mit den Sachen, die ich behalte. Meine NYX Vivid Bright Vivid Brights Eyeliner. Hier, die behalte ich auf jeden Fall. Love ich. Ganz große Love hier. Dann meine drei aus der Cool Breeze, der aktuellen P2 LE, auch Liquid Eyeliner in Blau, Braun und Weiß. Die behalte ich auch auf jeden Fall. Mein Trended Up Augenbrauenstift. Mein Make Me Brow von Essence. Mein geliebter Max Factor Kohl Kajal in der Natural Glaze Variante. Den hat mir auch Nadine, damit hat mich Nadine angefixt. Dann habe ich aus der My Little Box den All Black Crayon Estombeur, also diesen Kajalstift mit dem kleinen Smudger hier. Den behalte ich auch auf jeden Fall, weil der hält ganz gut auf meiner Wasserlinie, ohne dass mein Auge durchdreht. Das soll es ja auch gegeben haben. So, genau, die Sachen behalte ich auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu den Pencils. Hier habe ich ja noch Pencils. Einmal den Augenbrauen-Pencil aus der Naughty Girl LE von Essence. Das ist so ein brauner. Den habe ich mal benutzt eine Zeit lang, um meine Leberflecke nochmal nachzupunktieren, wenn ich Foundation drauf hatte. Ja, der geht auch noch. Den behalte ich. Dann hier von Trended Up. Da gucken wir mal, wie die sich so machen. Der Aprikoton ist noch gut. Den Blauton habe ich heute drauf gehabt. Ich hoffe nicht, dass mein Auge deswegen so getränt hat. Aber der ist auch noch gut. Der Weiße. Ja, macht auch noch seinen Job. Und der Grüne, ja, den kann man auch noch mal eine Chance geben. Also so sehen die Farben aus. Oh, meine Nase. Super Swatch. Mega. Also hier sieht man so die Farben. Ja, finde ich gut. Dann haben wir hier diesen, auch aus der Winter Wonderful, den Lippentint. Der riecht auch noch gut. Den behalten wir auch. Dann habe ich hier, was ist das? Das ist eine beheizbare Wimpernzange und ein Augenmassagegerät in einem von Chibo habe ich das mal gekauft. Damit kann man sein Auge massieren. Es kitzelt. Das soll irgendwas ganz Tolles mit dem Auge machen. Wenn ihr unbedingt mal im Auge gekitzelt werden wollt, müsst ihr euch das holen. Und dann hier ist halt so ein beheizbarer, also so ein alleine warm werdender Wimpernformer dran. Den macht man dann, wenn man Mascara schon drauf hat, hält man die Wimpern so dagegen und drückt die so nach oben. Und das ist ganz merkwürdig, aber ich finde es irgendwie cool. Von daher bleibt der auch.
Dann habe ich hier auch aus der Naughty Girl LE diesen Kajalstift. Und den kann man aber nicht. Den kann man nicht rausdrücken. Ich glaube, der drückt sich von alleine raus. Ist so ein Blauton. Ganz cremiger, dunkler Blauton. Und da, wenn man den drauf macht, glaube ich, schiebt er sich ein bisschen hoch und spitzt sich an. Deswegen behalte ich den erstmal, bis der leer ist. Da ist eh nur 0,25 Gramm drin. Also von daher, der wird eh nicht mehr lange halten, wenn ich ihn dann mal benutzen würde. Von Alcina haben wir hier den Silky Eye Pencil in Sea Green. Der ist auch schon ein bisschen älter. Aber der riecht noch gut und ich mag die Farbe sehr gerne. Das war, glaube ich, für meine Limited Edition. Und ich benutze zwar nicht viel Eye Pencil so, aber doch, den kann man noch mal behalten. So, dann haben wir hier, ich habe mir mal irgendwann so eine Kollektion von diesen Urban Decay 24/7 Glide-On Shadow Pencils geholt und habe sie nie wirklich benutzt, aber konnte sie auch nie hergeben. Das sind so drei Brauntöne und ein Lila und ein Blau. Und ich muss sie behalten, ne? Weil das ist Urban Decay. Auch wenn man es nicht benutzt, das ist Urban Decay. Dann haben wir hier aus der The Future Is Mine Limited Edition den Reflection Light Luminous Eye Brightener. Da hat mich, glaube ich, auch Nadine angefixt, weil der ist so. Der ist so pink. Pink, schimmrig, transparent. Der riecht auch noch gut. Ich habe den nie benutzt, ne? Ich weiß auch nicht, wofür ich den benutzen soll. Aber irgendwie mag ich den. Gott, ob ich hier irgendwas aussortieren kann? Ja, den hier. Made to Stay Highlighter Pen von Catrice. Der ist richtig Asbach uralt. Aber so richtig, richtig uralt. Der riecht auch noch gut, aber ich brauche halt sowas weiß Schimmerndes einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wofür ich den je benutzt habe. Aber nee. Dann haben wir hier einen Douglas Lip Liner. Ich benutze ja so gut wie nie Lip Liner, aber irgendwie, ich glaube, der war in meinem Adventskalender drin. Der ist hier. Das ist so ein gedeckterer Ton. Der bleibt einfach mal auch da, weil ich nicht so viel Lip Liner habe. So, dann haben wir hier den Beyond Lagoon Deep Water Kajal. Das ist so ein Lavendelton. Ich weiß nicht, ich glaube, den benutze ich never. Never in my life. Vielleicht findet sich ja dann Liebhaber für. Man weiß es nicht. Ich tue mal eben die Kajalstifte hier in meinen. Gedingen sie hier. So. Dann haben wir hier von Lord & Barry einen schwarzen Kajalstift und den habe ich zu meiner Insta-Sale-Bestellung dazu geschenkt bekommen. Der ist ganz weich und ganz schwarz und ganz cremig und den behalte ich auf jeden Fall, weil der ist voll süß und ich probiere ihn auf jeden Fall mal aus. Der kann eigentlich hier unten bleiben. Ja. Dann habe ich hier einen original verpackten NYX Midnight Blue Eyeliner, Inlit Eyeliner, also für die Eyeliner vor Binnenrand. Inlit Eyeliner, auch was auf Deutsch? Nein, aber den habe ich, glaube ich, geschenkt bekommen. Ja, den habe ich auf jeden Fall geschenkt bekommen. Ich habe ihn noch nicht ausgepackt. Den behalte ich auf jeden Fall. Dann habe ich hier einen Dark Brown Eyebrow Pencil von NYX. Das war ganz lange mein Augenbrauenstift, den ich immer benutzt habe. Der riecht auch noch gut. Das war mein Augenbrauenstift, den habe ich immer benutzt. Der bleibt auch definitiv bei mir. Dann habe ich hier ein Art Deco Invisible Lip Liner. Das ist so ein durchsichtiger.
Den könnte ich eigentlich auch mal behalten, weil. Ja. Ich habe ja so wenig Lip Liner. Und der ist ja multi-using, ne? Weil durchsichtig. Dann habe ich hier diesen wunderschönen Make-up Forever Aquamatic Eyeliner. Der ist super schön, den hat mir Luzi geschenkt. Hier, der ist voll toll. Den behalte ich auch. Definitiv. Ich tue mal meine Dickies hier mit dazu. Diggies. Kennt ihr noch dicke Buntstifte und dünne Buntstifte? Das sind auf jeden Fall Diggies und Dünnies zusammen hier. Dann habe ich hier einen Make-up-Korrekturstift. Der ist schon richtig dreckig. Mal gucken, ob der noch was kann. Ja, der kann noch was. Jetzt habe ich die Spitze aber ruiniert. Gut, dann tausche ich die hier einmal aus. Na, wirst du wohl rauskommen. So. Dann habe ich die Spitzen auch aufgebraucht. Dann habe ich hier einen Concealer, Fit Me von Maybelline. Aber welcher ist das? Ich glaube, einer der helleren auf jeden Fall. Den hatte ich bei einem Make-up mit dabei. Der ist noch nicht so alt. Dann habe ich hier einen Master Touch All Day Concealer mit so einem Schwämmchen. Kommt da noch was? Ach, da. Der fühlt sich noch ganz gut an, riecht auch noch ganz gut. Hat so, ich würde sagen, eine mittlere Deckkraft, was man so sieht. Den behalte ich auch nochmal, obwohl ich nicht viel Concealer benutze. Aber vielleicht sollte ich das mal tun, damit ich nicht immer so müde aussehe. Noch ein Make-up-Korrekturstift aus der P2 Mystic Whisper LE. Den behalte ich auch. Dann den Gel-Eyeliner von Essence. Ich weiß nicht, ich glaube, den gibt es schon nicht mehr, aber der ist so schwarz. Alter, der ist so, so schwarz und krass deckend. Den muss ich auf jeden Fall behalten. Hammer, was der kann. Das ist echt krass. Dann haben wir hier einmal aus dem Glitter in the Air von Essence diesen Augenbrauen-Wachsstift. Der ist eigentlich ein bisschen zu hell für mich. Aber den kann ich mit Puder auf meine gewünschte Augenbrauenfarbe bringen und den finde ich super. Der bleibt auf jeden Fall auch. Dann von Too Faced habe ich auch von der lieben Luke geschenkt bekommen. Bulletproof 24-Hour Shadow Liner. Der ist schwarz mit Glitzers. Der ist etwas cremiger und glänzender als der von Essence und der hat noch Glitzerstückchen mit drin. Aber trotzdem bleibt der. Und hinten hat er so einen lustigen Puff mit dran. Und mit dem kann man das Ganze so ein bisschen versmudgen. Voll schön. So, dann haben wir hier auch Asbach Uralt, hier von P2, den Perfect Eyes Illuminator. A.k.a. Sowas Schmieriges. Ja. Nee, Minion. Nee. Tschüss. Nein, bitte nicht. Weg damit. Dann haben wir hier, habe ich meine Glossybox gehabt, so einen süßen, deliciös Lippenbalsam. Der ist auch noch gar nicht so alt. Mal gucken. Also irgendwie ist die Konsistenz komisch, glaube ich. Der ist so krümelig geworden. Nee. Weg. Oh, da bist du. Striking Mattitude aus der, wie war das nochmal? Alluring Reds LE. Der ist sehr geil. Das ist so ein schöner, geiler roter Lippenstift. Sieht man da nicht so?
swatche ich euch mal hier. Der ist sehr geil. Der wohnt aber gar nicht da. Der gehört da gar nicht rein. Der gehört hier unten zu den Lippenstiften. So. Dann ist er auch wieder zu Hause. Ich nehme mal hier ein neues Rhabarbertuch. Und wische mich mal sauber. Jetzt haben wir das auch schon fast geschafft. Und der Akku hält auch noch. Ich bin begeistert. Okay. Darf ich euch mal demonstrieren, dass der Essence echt gut hält? Hier oben, das war der von Too Faced. Alter. Und das Augenbrauen-Ding. Ich habe jetzt quasi mich selber ohne Schmerz tätowiert, weil man... Oder hier der Sea Green. Ah! Und das Ding von Catrice geht auch nicht richtig ab. Ah! Ah, gut, dass ich heute noch mal duschen gehe. Alter. Ey, ich muss so rubbeln, ne, um das hier abzukriegen. Alter, das geht gar nicht. Weiter geht's. Hier haben wir einen Perfect Look Lip Liner von P2. Das ist so ein Nude-Ton. Im Zweifelsfalle eher nein. Eine Wimpernzange, die ich nie benutze, wie man an dem Staub erkennen kann. Dann tun wir die mal hier irgendwo mit in so eine Schublade hier mit rein. Falls ich mal eine brauche, kann ich die da ja wieder rausholen. So. Ein Evora-Kajal. Ich glaube, den hatte ich auch mal in einer Box drin. Das ist so ein blauer. Ja, der riecht auch noch gut. Blau habe ich jetzt schon, ne? Einen blauen. Das sind ja alles Eyeliners. Naja. Ich versuche mal... Ah, ich swatch mal den von NYX daneben und guck mal, inwieweit die sich ähneln. Dann kann ich ja einen weggeben. Hallo? Ah, okay. Oh, das ist so einer zum Rausdrehen, oder? Nein, muss man auch anspitzen. Naja, egal. Also das ist der von Evora und das ist der von NYX. Ich behalte sie erstmal beide. Weiß nicht, warum. Möchte ich gerne. So, dann haben wir hier einen weißen von Marsk. Das ist einfach so ein weißer. Der riecht auch noch gut, aber ich benutze halt weißen Kajal echt nicht. Oder? Habe ich jetzt überhaupt noch irgendwas Weißes? Es ist so ein Perlmutt. Ah, bleibt erstmal. Dann habe ich hier nochmal NYX. Und zwar habe ich die von der lieben Mini Green beschenkt bekommen. Eye und Eyebrow Pencil in diesen zwei Farben. Zwei Brauntöne. Die benutze, also die behalte ich auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier Douglas Eye Pencil Back to Black. Mal wieder ein schwarzes. Ich glaube, alle, die Kajalstifte aussortiert haben, haben 1000 schwarze Kajalstifte. Ich glaube, jeder weibliche Mensch und jeder männliche Mensch besitzt mindestens einen schwarzen Kajalstift. Aus Gründen. Weil jeder mal Gothic war. Der ist von MAC Studio. Das ist auch einfach ein schwarzer Eyeliner. Den sortiere ich aus, weil so viel schwarze Eyeliner braucht dann doch kein Mensch. So, Susan, den habe ich mir auf die Wasserlinie aufgetragen und hatte dann so ein Böbel am Auge. Der ist aber eigentlich ganz cool für unter die Augenbraue. Also wenn man den hier so aufträgt,
um seine Augenbraue zu definieren. Das ist ja so ein Drag-Queen-Ding, glaube ich, ne? Und dann tut er meinen Augen auch nichts, deswegen behalte ich den erstmal. Der war auch mal in der Glossy Box. Und dann haben wir hier den Urban Decay Glide On Pencil in Whiskey. Der war in einer meiner Paletten, in einer Urban Decay Palette mit drin. Das ist auch so ein schöner Braunton. Ja, wow. Dann habe ich 6 Kajalstifte aussortiert und ein paar weggeschmissen. Erfolg. Naja. Achso, und dann habe ich hier noch aus so einer Catrice Palette hier diesen Mini Highlighter Pen. Der ist mega für unter die Augenbraue. Der ist ein bisschen cremefarbiger als der von So Susan. Behalte ich auch. So, meine Lieben, ich habe jetzt alles aussortiert. Ich mache jetzt einmal das Ding sauber, sortiere alles wieder ein und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Zeit. Mal wieder ein längeres Video und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ganz viele Grüße, 1000 Küsse. Bis dann, tschüss.